Servus und herzlich willkommen hier auf der Gamerbude. Ich bin euer Rusty und wir spielen heute Fallout 4. Das ganze Projekt wird einen angezockt. Ich werde mich ungefähr eine Stunde lang mit dem Spiel beschäftigen. Also ich habe schon ein bisschen gespielt, so circa 2, 2,5, 3 Stunden. Und werde jetzt von euch nochmal von Anfang an das Spiel ein bisschen betrachten. Je nachdem, wie wir das Spiel finden oder wie ihr das Spiel findet und ob ihr mehr sehen wollt, wird es dann auch mehr geben. Vielleicht wird es zu einem Let's Play. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, weil wahrscheinlich geht es wieder ewig lang und ich habe momentan für sehr, sehr lange Spiele nicht viel übrig. Bin ich ganz ehrlich. Aber wir wollen jetzt hier keine Vorurteile dem Spiel schon entgegenwerfen. Wir gucken jetzt erstmal, was draus wird. Ich spiele das Ganze auf dem PC. Starte neues Spiel, spiele es mit dem Controller, der jetzt zum Glück auch wieder geht, nach 5-mal nicht gehe. Und bestätige das Ganze mal. So, hoffentlich funktioniert das alles jetzt so, wie ich das will. Ja, wenn er mich nicht gerade aus dem Spiel rausschmeißt. Ja, warum auch immer er jetzt zurück auf den Desktop ist, er hat es gemacht. Das Spiel und das Aufnehmen, das macht mir so viel Ärger. Und ich habe noch gar nicht richtig angefangen. So, wieder die ewig lange Ladezeit. Jetzt haben wir es geschafft. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. So, nach diesem Intro befinden wir uns jetzt in der Charaktererstellung. Da werde ich aber nicht viel Zeit verbringen. Oder mich nicht lange mit beschäftigen, da ich so meine Gestaltung schon im Kopf habe, wie ich meinen Charakter machen möchte, circa. Weil man kann einfach so wahnsinnig viel machen, dass ich da jetzt, da könnte ich locker eine Stunde lang verbringen, um euch alles zu zeigen. Wie ihr seht, wenn ich hier mit dem Cursor über die verschiedenen Partien des Gesichts gehe, kann man wirklich jede einzelne Stelle an seinem Gesicht kann man verändern. Das ist der Wahnsinn.
Aber mir ist das ehrlich schon wieder zu viel. Weil ein Charakter zu erstellen, der genauso aussieht wie ich, ist es nicht unbedingt so meins. Ich will ja einen Charakter haben, der soll mir einfach nur gefallen. So. Und nein, das heißt jetzt nicht, dass ich mir selber nicht gefalle. Aber ich mache da immer meistens die Sache, die ich in echt nicht habe. Wie zum Beispiel eine schicke Frisur oder ein Bodybuilder-Körper. So, hier haben wir die Haare. Gibt auch einiges zur Auswahl. Viele Sachen, die ja eher als Gag oder als Scherz gedacht sind. Wie eine ernst gemeinte Frisur, wie das hier zum Beispiel. Sieht aus wie Trevor von GTA. Was haben wir noch alles? Wo ist der, wo ich will? Hier, die Special Forces Frisur wird meiner am nächsten kommen, die ich selber habe. Die möchte ich aber nicht. Ich habe eine ganz bestimmte im Kopf. Und zwar möchte ich die hier. Solche Haare hatte ich mal, ist schon eine Weile her. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Deswegen nehme ich mal die Frisur. Warst du beim Friseur? Ja. Und dann noch ein schöner Bart. Gibt es auch wieder doch recht viele Optionen, finde ich. Um seinen Charakter zu gestalten. Der ist mir ein bisschen zu krass. Ich nehme eher den hier. Der ist zwar auch immer noch sehr verzaust und sehr lang, aber das finde ich ganz cool. Was meinst du, Schatz? Mit so, oder ohne Bart? Wo, das waren die Augen. Genau, noch die Farbe kurz anpassen. So, ich habe blaue Augen. Das sieht irgendwie leicht bekifft aus, wenn er die Augen so auf Halbmast hat. Was gab's noch? Jetzt komme ich zurück. Geschlecht stimmt. Körper B hier. Jo, machen wir nicht ganz so krass. Nee, so auch nicht. Ich glaube, so ein Mittelding ist ganz gut. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So. Das passt. Extras, was waren Extras nochmal? Male, Makel und Schaden. Nee. Sowas zauber ich mir auch nicht ins Gesicht. Ich denke, den kann man so lassen. Ist nicht perfekt, aber ich finde ihn ganz cool. Muss reichen. So, den Charakter bestätigen wir jetzt erstmal. Und schauen uns ein bisschen in unserem Haus um. Noch eine Runde duschen. Kann ich die eigentlich anschalten? Nö. Okay. Kann ich auf den Pott? Auch nicht. Das ist ja geil. Ein Handtuchhalter für die Zeitung. Wenn man beim Kacken mal was zu lesen braucht. Aber gut. Kann man auch so machen. So, hier haben wir unser schönes Häuschen. Unser Schlafzimmer. Musik, die hoffentlich nicht copyrighted ist, sonst habe ich wieder ein Problem. Und da liegt unser kleiner Sohn. Der Sean. Sean of the Dead. So. Bisschen das Mobile anmache. Mit den Raumschiffen. Ich glaube, das finde ich ganz witzig. Oh, du bist special. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Unsere Attribute. Die Specials. Unser Waschraum. Ah. Insta-Brühe, okay, lecker. Das ist doch keine Tür. Was? Blamco Mac and Cheese. Okay. Dann machen wir wieder zu. Sir, Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Vielen Dank für die Blumen. Danke, Cotsworth. Natürlich. Erstmal bedankt. Trinken wir unseren Kaffee. Und er ist immer noch genauso voll wie vorher. Ey, so einen Kaffee will ich auch. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Auch nicht schlecht. Ja, meine Erfahrungen mit Fallout halten sich stark in Grenze. 1, 2 habe ich nie gespielt. 3, ich glaube eine Stunde. New Vegas habe ich ein paar Stunden mehr gespielt, aber auch nie durch. Meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Mhm.
Aber so ein Roboter, ich weiß nicht, so ein Roboter als Babysitter. Ich glaube, ich so persönlich würde es nicht so geil finden. Aber naja, andere Seite. Auf jeden Fall, meine Fallout 4 oder Fallout-Kenntnisse sind sehr, sehr begrenzt. Der vierte Teil ist eigentlich so wirklich der erste, der mich näher interessiert. Da berichten sie wieder über den Krieg. Jo, das ist ja wie in echt so. Überall nur Krieg, Krieg, Krieg. Und da kommt jetzt jemand, der uns auf den Sack geht. Aber das müssen wir jetzt machen. Wir müssen eigentlich jetzt gleich klingeln. Kannst du aufmachen? Ja. Ah, als hätte ich gewartet. Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Servus. Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Okay. Dann bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Oh, das ist aber sehr, sehr freundlich. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher... Abgesehen von Ihrem Roboter, natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Ja, klar, komm auf. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Let's fetz. So, jetzt geben wir mal erstmal unseren Namen ein. So, passt. Und jetzt verteilen wir unsere Attribute ein wenig. Ich gebe als allererstes mal auf alle drei. So, und dann gucken wir uns kurz an, was wir hier alles haben. Wir haben einmal Stärke. Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Lass ich mal bei drei. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision mit Watts oder Wets oder VATS oder wie auch immer man das aussprechen mag, möchte. Ausdauer. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Lass ich auch mal auf drei. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredenskünste und verbessert Preise beim Handeln. Das mache ich mal ein bisschen hoch. So. Intelligenz. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Das mache ich zu Anfang auch gleich hoch, dass ich direkt von Anfang an viele Erfahrungspunkte sammle, weil dann kann ich die anderen Werte ohne Probleme auch anheben, ohne dass ich, also noch bevor ich in die Bereiche komme, in denen ich die dann brauche. Und dann ist das eigentlich ganz praktisch, Erfahrungspunkte direkt am Anfang sammeln. Dann sind wir vielleicht ab und zu ein bisschen OP, aber das macht nichts. Erstmal habe ich soweit noch gar nicht gespielt. Vielleicht nützt mir das auch gar nichts. Dann haben wir noch die Beweglichkeit. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Das lasse ich auch mal auf 3. Das ist, finde ich, jetzt für mich am Anfang auch nicht so wichtig. Und dann haben wir noch Glück. Glück zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Das mache ich auch noch eins hoch. So. Dann passt es eigentlich so für mich. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Oh, ich höre da was. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast Cotsworth gehört.
Los. Ich war doch schon dort. Noch bevor ihr das gesagt habt. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Ja, das habe ich vorhin schon gemerkt, dass er das mag. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gerne. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Der hört sich ein wenig besorgt an. Für einen Roboter. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Scheibengleister. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Oh mein Gott, meine Tür hat sich von allein geöffnet. Panik macht sich breit. Oh, Fliegeralarm. Oh, gib Gas, gib Gummi. Achso, ja, wir können ja ein Third-Person-Spiel. Komm, schneller. Geh aber wieder in die Ego-Perspektive. Uiu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 i. Renn. Schneller. Ich hab keinen Bock, pulverisiert zu werden. Komm, ich schieb dich. Oder ich trag dich. Auf. Das ist absurd. Ich bin auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können mich nicht schießen. Oh Gott. Hoppala. Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Ja, mach hin, wir stehen auf der Liste. Wir stehen auf der Liste. Kind. Männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Okay, viel Glück, Mann. Auf, komm. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Das weiß ich doch nicht, das ist mir ja Kunst. Grenzebil ist mir das einfach scheißegal. Rauf. Hauptsache wir überleben. Als hätte ich die Möglichkeit, hier Treten alle Leute Sie zu retten. Auf die Plattform, in die Mitte. Sir, wir müssen Sie runter in Ja, sind Treten doch schon dabei, aber ich gehe nicht ohne meine Familie. Mein Gott, das ist so schwer zu verstehen. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Fuck. Festhalten! Geht das nicht schneller? Das war knapp. Also wenn ich jetzt noch eine hohe Frisur gehabt hätte, dann hätte es mir mindestens die Haare noch weggefetzt. Mann, so schnell kann's gehen. Als hätte der Voltec-Mitarbeiter was gewusst. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Das ist unser neues Zuhause. Wir bringen Zuhause. Sie alle in Ihrem neuen es Zuhause alles runter. Gut, oder? Selbstverständlich. Es wird alles gut, oder? Im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später... Und wir wären alle... Nein, denken Sie ja, doch nicht daran. Das ist wohl wahr. Wir sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Ach komm, jetzt lauf doch mal. Einfach hier entlang, bitte. Voltec ist für Sie da. Männlich. FPS ging gerade irgendwie runter, ich weiß aber auch nicht, was so. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu arg. Männlich. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich an, Männlich. Weiblich. Weiblich mit etwas Kind. Wohl. Aber okay. Willkommen. Nehmen Sie sich dort. Entschuldigung. Treten Sie an den Tisch heran. Wie ein Roboter spricht der Mann. Da vorne. Nehmen Sie sich einen Anzug. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Ja, von mir aus. Wenn hier Mr. Russell mir aus dem Weg gehen wird. Hey. Das war eine Atombombe. Eine gottverdammte Atombombe. Nee, da wollte nur wieder jemand seine Katze im... In der Mikrowelle trocknen. Natürlich war das eine Atombombe, du Spinner. Und jetzt gehen wir aus dem Weg! Danke. Ich sehe mich. Und was jetzt? Ich habe keine Füße. Sie dem Arzt. Willkommen im Vault 111. Ihnen, wo es hingeht. Sicher, also, Sie drei, folgen Sie mir. Hallo. Kommen Sie mit. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig.
Hier unten ist es gruselig. Sir? Ich wollte hier unten nicht leben. Meine Eltern, wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Aber Vault-Tec wird stets für Sie da. Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Und dass das hier keine medizinischen Untersuchungen sind, ich glaube, das sieht jeder von Anfang an, ohne dass man das Spiel kennt. Alles wird gut. Papa ist doch da. Hey, Mensch. Schatz. Mein Schatzi. Ist mein kleiner Held. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Okay, treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Und was ist, wenn ich nicht will? Ich will da eigentlich nicht rein. Das ist so ein Scheiß. Das sieht doch jeder, dass das eine scheiß Kryokammer ist. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4. Sag ich doch, eine scheiß Kryokammer. Ich sehe aber nichts. Oh, ich glaube, ich brauche eine Brille. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Was seid ihr für Spinner? Und was macht ihr da? Ihr seid doch garantiert keine Vault-Mitarbeiter. Ey, kann ich hier raus? Lass mich raus! Boah, was ein Scheißdreck! Mann, kann ich denn hier nichts machen? Du dummer Wichser! Und ich kann überhaupt nichts machen! Ja, guck rein, ich merke mir dein Gesicht mit deiner hässlichen Narbe. Ich mach dir noch ein paar dazu. Mann, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Du Spast. Ja, endlich geht's auf, Mann. Aber ich glaube, theoretisch müsste man sie aber eigentlich retten können. Der Schuss erschien mir nicht tödlich. Und zum Zweiten ist sie ja wieder in der Kryokammer drin, die ja alles eingefroren hat. Also wurde ja auch die Blutung in dem Sinne sofort gestoppt. Komm schon, das muss doch irgendwie aufgehen. Komm schon. Oh Gott. Komm mal rauf jetzt. Theoretisch hätte man sie retten können, glaube ich. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Kritischer Fehler in Kryoanlage. So ein mieser Scheißdreck. Ja, mach wieder zu, komm. Sind ja eigentlich... Der sieht ziemlich tot aus. Die erscheint mir auch etwas tot. Der genau. Warum sind eigentlich alle tot außer ich? Oh Gott. Warum soll der Vault-Tec das tun? Ja. Das würde ich auch gern wissen. So Leute. Aber. Keine Sorge. Es geht gleich weiter. Zumindest rein theoretisch. Das war die erste Folge.
von 2 bis 3, je nachdem, ich schaue mal, jetzt bin ich schon bei 25 Minuten, die anderen mache ich ungefähr auch nochmal so lang, dass wir auf und draußen natürlich noch ein bisschen was sehen. Jetzt haben wir die Einleitung mal hinter uns, so einen kleinen Einblick bekommen in die Charaktererstellung und so weiter. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann hier im Vault um, schauen, was hier passiert ist, gehen mal raus und schauen uns natürlich auch draußen um, wie die Welt nach unserer Zeit in der Kryophase so aussieht. In dem Sinne verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.